Doch, für Bogen und Dekorationen und ah, so zum, weiter. Zum und so. Bauen ist es unnütz. Man kann nur eine Drachenverzierung könnte ich jetzt daraus basteln. Okay. Wow. Für Bogen kannst du es brauchen. Ja, aber in dem Sinne nicht für Sinnvolles ist es ungeeignet, sage ich so. Okay, dann machen wir es mal so. Wir haben ja gesagt, getan. Nein, eigentlich genau nicht. Ich bin ein bisschen hier am Rumrennen und das entdecke ich. Noch mehr Dunkelwald. Das ist ja eigentlich super für uns. Aber warum zum Fick finde ich keine einzigen Wildschweine? Oh, ich sag's und ich finde 4 Wildschweine vor mir. Na, ah, das ist super. Nee, 5. Ja, super. Und Eugene ist hier. Warum ist der Drecksrabe hier gespawnt? Ah ne, das ist nicht ein Rabe, hier ist ein Skelett gespawnt. Ach du Scheiße, diese Klapperkiste greift die Wildschweine an! Auch gut. Ach, das ist unser Problem, oder wie? Ja, der hat jetzt hier die Wildschweine getötet. Oh. Das waren sieben Wildschweine hier. Ja, und dann alles für dich niedergemäht. Ja, ich habe 21 Leder. Siehst du, so ein Service. Und da beschwert man sich also noch. Mein Gott. Der ist plötzlich bei mir vor mir aufgeploppt. Mhm. Ich wusste nicht, was jetzt das soll. Warum ploppt mir jetzt so? Zuerst dachte ich, es sei dieser Rabe, der wieder irgendwie rumkrähen will, weil er wieder klugscheißen möchte. Aber nee, es war das Skelett. Wollte wohl ein bisschen Arbeit haben. Hier kommt ganz komische Musik. So, ich renn wieder zurück, es wird ja gleich dunkel. Ach, wird's? Okay. Dann ist ein bisschen doof. Obwohl, Dunkelheit, naja. Wäre ja nicht blöd, aber... Der heult dann wieder rum, dass ihm zu kalt ist und die Ausdauer und... Ach, es ist... Wie wenn du einen hochschwangeren Charakter spielen würdest. Es ist... Oh. Ich glaube, die hätte heiß, aber ja. So, unser kleines Lager im neuen Haus, auf jeden Fall mal ein bisschen was gebaut. Nice. Aber das sieht schon pompös aus. Keine Truhe, nichts. Ja, ich kann nicht mal nach oben bauen, ist beschissen, ehrlich gesagt. Der Abschluss kann ich nicht mal machen, weil eben alles auseinanderfliegt, weil Holz und so, ne? Da musst du vielleicht ein bisschen statischer spielen. Ich brauch 10 Holz. Hast du noch irgendwo Holz? Nicht mehr. Okay, ich farm schnell 10 Holz. Ich hab noch 13. Aber ja, ich baue nur eine Truhe und dann ist wieder fertig. Also Truhen bauen ist scheiß schweineteuer hier. Yep, das ist so. So, ich habe meine 10 Holz. Weißt du, was da noch mehr Holz fressen wird? Mm-mm. Die Mauer. Oh. Stimmt, da war ja auch noch was, ne?
Die müssten wir dann auch bauen. Oh, halt doch dein Maul, du Ja, Träumen. Aber ich glaube aktuell... So, komm. Ab ins Bettchen. Ich kann nicht. Nicht? Warum? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch, kannst du ja. Ich sehe dich ja. So, warte mal. Lass mich nur kurz etwas noch bauen. 500 Jahre später hat man riesen Ballast. Was haben wir hier? Wildschweindörfleisch kann ich also auch basteln. Okay. Ja, und du kannst es auch essen. Ich habe die Truhe, in die Schlaftruhe, da packe ich immer das, was ich zu viel habe, da rein. So. Jetzt habe ich ein Gerbergestell gebaut und jetzt ist die Werkbank auf Stufe 3. Das bedeutet, wir können die Steinaxt upgraden. Mhm. Was hat die aktuell für eine Haltbarkeit? 130. Wir können sie auf 160 hochbringen. Wir können den Bogen upgraden. Wir können die Keule upgraden. Den Hammer. Ja. Und kann man dann auch Kernholz basteln? Also abkrabbeln damit nicht? Nein. Und Stein? Nein. Gut, Steine kann man jetzt eigentlich schon, ne? Steine können wir jetzt mit unserer Axt eigentlich. Aber macht das Sinn? Die Axt dazu upgraden? Nein, ich meine jetzt der Boot, die Schützen, die ich hier gebaut habe, aus Stein zu bauen. Ja, irgendwann mal dann schon. Nee, aber ja. Ich kann ja nicht, ich kann das Haus nicht vollenden, weil das Ding halt so immer auseinanderfliegt. Warten Sie mal kurz, ich will hier. Feuerstein. Humpeln. Horn der Feierlichkeit, ein Jahr seit unser. Kommt da doch dein. Nicht. Feuerstein-Axt. So, jetzt habe ich dieses scheiß Depp of Field. So, komm mal kurz. Ja, vielleicht wäre es doch ein bisschen klug. Oh. Oh, zu. Ich glaube, es sind Gegner in der Nähe. Toll. Ja, ich kann schlafen. Hä? Was ist denn draußen? Du kannst pennen oder was? Ja. Ist der, wo, hä? Ich sehe kein einziges. Ah, jetzt? Das hat sich einfach versteckt, das Arschgesicht. So. Weg da. So, jetzt kann ich aber auch pennen. Upsa. Ja, perfekt. So, mal gucken, was er jetzt wieder für strange Sachen träumt. Weiß ich auch nicht. Unloading unused assets. Ja, aber ich kann auf jeden Fall, du rennst deinen Krieger voran, während du die schwere Axt irgendwas, keine Ahnung was, pipapo, tralala. Du schwingst dein Ding. Das war die Message dahinter. Ach so. Ja, Saya. Apropos schwingt dein Ding. Diese Keylights auf wie viel Prozent hast du die eingestellt? 9%. Das macht dich nicht kirre, wenn du das so komisch hast. Wie meinst du, das ist schon richtig hell? Nein, ich meine wegen der Zahl 9. Ich müsste einfach auf 10 haben. 9 klingt für mich so komisch. Ja, ich habe da Voreinstellungen getroffen. 15 und 20 und ich hab's immer auf 10. So, also ich gehe jetzt mit dem Fettsack eine Treppe hoch. Ich habe über 700 Kilo Material dabei. Ich schaff's nicht zur Werkbank. Guck dir das mal an, wie. Er ist zu schwer und es erniedrigt ihn so sehr, dass er schwitzt oder
sich in die Hose macht und den Kopf senkt. Ja, und sogar durch die Latten durch, ne? Also auch eine Etage tiefer sieht man das ganze Zeug. Du nässt dich aber. Oh, warte mal kurz, das, du brauchst gar nichts zu machen. Warte mal, du kannst mich ja da hinschieben. Nee, du musst mich zur Werk. Till, nicht runter. Ach so, zur Werkbank schieben. Ja. So. Das funktioniert, Junge! Mach mal kurz, zu der Werkbank hier? Nein, nein, zur Schmiede. Okay. Zu weit noch. Noch ein Stück. Ja, danke. Jetzt? Perfekt, oder? Ja. Super. Ja, jetzt kannst du dich wieder bewegen, oder was? Ich bin jetzt irritiert, ob ich jetzt 10 oder 5% machen soll. Weil 0 ist echt doof. Ja, doch, könnte man eigentlich auch machen, aber. So, Till, jetzt musst du mich runterschieben. So, der Schiebedienst kommt. Wo weit? Wohin? Nach unten. Ich muss an eine Truhe. Ach so. Okay. Hast du eigentlich auch ein Genick da unten, oder ist der Kopf total am Rande des Wahnsinns oder was? Ich glaube, der. Kann ich da zwischen, bitte sehr? Du musst drauf springen. Okay. Oh. Man will es ja nicht wissen. The Walking Man. Also eigentlich Woman, aber ja. The Walking Woman auf einer Person. Warte mal, geh weg. Geh kurz weg. Bisschen weiter weg von mir, weiter weg. Ja. Hä? Wie ist das? Ach du Scheiße, wo ist das Bronze hin? Du hast das ganze Zeug gepackt, oder was? Ja. Oder hast du's? Nein. Willst du mich verarschen? 17 Bronze ist einfach mal weg. Nein. Ah, hier hinten ist es gelandet. Wie? Ich will gar nicht wissen, warum wie das funktioniert. Übrigens, es pisst, ne? Es regnet. Übelst. Ja. Aber übel. Denn ja. Ich brauche wieder ein bisschen Starthilfe. Warum? Nein, nicht in die Tür. Ah, du kannst die Tür. Ach so. Du kannst nicht mehr laufen, aber Türen bewegen geht wieder. Woran? Rechts unter die Treppe. Ja, wissen wir. Das reicht schon. Du schwitzt die ganze Zeit. Ist schwitzig auch, oder? Ach so, ich bin nass. Wird Holz nicht irgendwann morsch und kaputt, wenn es. Ja, wenn es kein Dach hat, ja, nur morsch. Aber nicht kaputt. Also beschädigt. Oh, okay. Weil ich kriege kein Dach drauf, ne? Ja. Also. Wie soll ich jetzt vorgehen, dass ich hier kein Dach bekomme? Till, ich muss mehr Wildschweine töten, sonst wird das nichts. Noch mehr dieser. Okay. Okay, ich brauche Wildschweine. Okay.